Ja, willkommen zu einer neuen Folge Atlas und ja, ich habe ein paar Schatzkarten im Inventar, die bei mir auf der Heimatinsel, zumindest im Heimatsektor sind und ja, die muss ich jetzt irgendwie versuchen zu finden, beziehungsweise müssen wir dort erstmal hinkommen. Muss jetzt erstmal das Schiff wenden und erstmal sehen, wo ich überhaupt hinfahren muss. Das ist nämlich alles ein bisschen kompliziert, weil hier ziemlich das Wasser flach ist. Da braucht es eine Weile, bis wir hier raus sind. Ja, wenn wir ein paar kleine Geisterschiffe auf dem Weg haben, dann werden wir auch versuchen, diese zu machen. Aber schauen wir mal, was uns erwartet. Besatzung, es ist soweit vollzählig. Fast vollzählig kommen noch die Ballisten, die ich noch nicht bauen kann. Und lassen wir ein guter Wal sein, der uns nichts tut. Es kann aber auch ein Wal sein, der uns angreift. Da bleibt uns ja nicht viel Auswahl. So, jetzt gucke ich erstmal, wo wir hinfahren müssen. Sind dort. Ich bin schon in die richtige Richtung. Jetzt müsste eine Insel sein, nach dort. Noch ein Stück. Dann kann die Reise losgehen. Das sehe ich den Wald aber nicht mehr. Sehr schlecht. Den will ich mich jetzt eigentlich erstmal so nie anlegen. Weil dafür brauchst du nämlich die Ballisten. Da ist er. Irgendwie steht der Kurs. Wir müssen mehr nach links. Gehen wir volle Düse. Zum Glück sind wir schnell. Ich hoffe, dass uns keine Fischweiber mehr Jungfrauen begegnen, weil die ziehen ihn immer runter vom Boot oder versuchen es. Gut, bremst zwar dann ab, aber da bist du erstmal beschäftigt. Wissen noch, ich blick nach links bald. Seitenverkehr denken. Ein Stück nach links. Jetzt müsste es halbwegs passen. Ja, sieht gut aus. Und wir rechts, so. Immer noch, jetzt sind wir voll. Das sind Geisterschiffe, aber die sind ziemlich größer. Mit denen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht so anlegen. Wir aktivieren mal die Geschütze. Und ihr feuert nach eigenem Ermessen. Da ist noch ein Wal dabei, das wird blöd. Kriegen wir nicht gewuppt. Versuchen wir mal besser das Weite. Was uns offensichtlich auch gelingt. Ja, Problem an der ganzen Geschichte: die können über die Surfergrenze kommen, die Geisterschiffe. Die Wale glaube ich nicht, weil die biombedingt sind. Aber die Geisterschiffe können. Können das, ja. Versuchergrenze muss ich vorsichtshalber dann wieder abbremsen. Das scheint noch ein Stück weg zu sein. Bin jetzt nicht völlig verbremse? Nee. Ist nur ein Stück.
jetzt passt. Natürlich können hinter der Servergrenze auch Geisterschiffe auf uns warten, das ist logisch. Ich hoffe, dass das Wetter passt. Wir müssen doch bald mal da sein. Alles noch ein Stück, okay. Da ist die Servergrenze. Mal ein Stück rüberziehen und auf so, fast halbe Fahrt. Nochmal Navigation. Passt. So, jetzt wird es kurz mal einen Moment brauchen, bis da das geladen hat. Er lädt noch. Fenster. So, und dann schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Na komm schon. Nein, das ist sowas von ungünstig, sage ich euch. Scheiße, diese Stürme, scheiße, diese Stürme. Weil die sind so übertrieben, viele. Jetzt ist die Frage, wir müssen uns die nächste Insel ausgucken, dass wir halbwegs in Sicherheit kommen. Müsst ihr. Oh Gott. Denn wenn ich hier zu schnell fahre, klatschen wir da voll dagegen. Wäre nix, das wäre nix. Oh Gott, das wird knapp. Der Wind drückt uns nämlich auch weg. Dort sieht es ganz gut aus zum Pausieren. Und da mal gucken, was es auf der Insel gibt. Wir anken, ja. Uiuiuiuiui. Sind wir hier safe? Gegen diese. Doch, ist es. Das scheint eine Safe Zone zu sein, okay. Uiuiuiuiui, gerade so. Weil, und so. Schön. Es scheint so, dass das gerade angefangen hat, ja, das Spiel. Könnte generell mal gucken, was es hier gibt. Licht an, sehe ich gerade so. Ich suche noch verschiedene Holzsorten. Gucken, ob es die hier gibt, die ich brauche. Natürlich nicht, das ist die andere. Dasselbe. Nicht das, was ich brauche. Mal jetzt an den Baum gucken. Ja, sieht aus, wird dasselbe sein, denke ich. Ist dasselbe. Ist aber trotzdem den kompletten Baum mit, wenn der immer angehackt ist. Enden.
Schildkröten. Kakao wäre noch was Feines. Die Bäume sehen anders aus. Gibt's Oliven? Irgendwas? Oliven nehme ich mal aber mit. Die brauchen wir zum Kochen. Brauche ich nicht, nein. Wenn es ja wieder wird, oh, wir haben besseres Wetter, das heißt, wir können weiterziehen. Das werden wir auch tun. So, komm mal mit. Ja, jetzt ist da wieder. Drängelt er sich wieder vor. Okay, jetzt aber. Ziemlich. Oh, das ist manchmal rumgebacken hier, das ist. Jetzt kommen wir rein, okay. Okay, dann schmeiße ich mal schnell die Oliven in die Kühlung. Sind ja doch ein paar. Oh, hat man ja sogar noch welche. Das Holz tue ich mal unter Deck. In die Base. Jetzt möchte ich mal gucken, welche Karten das sind, wenn wir schon mal hier vor Ort sind. Am Ende ist das eine Insel, wo wir einen Schatz finden können. Schauen wir mal, die sieht so aus, die hat so einen Knüppel und die ist so. Könnte bald die Insel sein. Das könnte bald die sein. Kann mich natürlich auch. Weil das haut nicht ganz hin. Ne, das ist die. Leider ist das nicht die Insel. Das ist die nicht. Muss noch mal die an. Manchmal schwer zu deuten. Wie hat das Ding dort drin? Irgendwas. Aber. Mal Minus. Könnte bald was sein dort irgendwo. Die sieht anders aus. Ist ja ohne, okay. Gucken wir uns nochmal die dritte an. Habe ich jetzt eigentlich zwei Hammer einstecken? Kann mir das mal jemand verraten? Die hat einen Knick in der Optik. Dies ist auch ne. Welche Insel hat denn hier einen Knick in der Optik? Das ist bei dir hinten, ne? Und das ist die hier. Fahren wir mal dorthin. Jetzt ist wieder dunkel. Wo ist die? Sind die von uns aus gesehen? Müssen quasi immer hier drum rum, wenn ich das richtig sehe. Die da drüben. Hoffentlich kommen wir mit einem Zug rum. Dadurch wird dunkel. Das könnte was werden. Da ist noch ein Stück Sandbank.
Da müsste es gehen, aber wir haben vollen Gegenwind. Versuchen wir es mal herauszukommen. Oh, ein Stück Sandbank. Den wäre günstig. Okay. Versuchen wir drumherum. Eine Weile dauern, bis wir dort sind. Das ist Schleichfahrt. Was soll es? Muss man mal gucken. Das ist gar nicht die Insel. Wir fahren voll auf die andere zu. Muss noch irgendwo eine andere sein. Woanders hin. Dort hinten ist das. Sich zu orientieren ist manchmal nicht ganz so leicht. Waren wir wieder falsch. Ach Mensch, ich sehe hier auch nicht wirklich was auf dem Monitor jetzt momentan. Die Map aufrufe. Wir fahren völlig falsch, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen immer enden. Fahren wir schon mal in die richtige Richtung. Oh, da war doch gar keine Insel. Hä? Ach, dort hinten ist eine. Dorthin kommen wir jetzt eine Sache. Der Schildkröten-Technik hier. Weiß sie gerade aus, aber der Wind steht so schlecht momentan. Hinten. Oh, so schlechten Wind hatte ich schon lange nicht mehr hier im Spiel. Mal richtig Segeleier hier und immer richtig kreuzen, weil das ja. Nicht. Oder Gegenwind, da müssen wir versuchen, mal nach rechts zu kreuzen. Wenn sie ein bisschen vorwärts kommen. Inzwischen kann ich nämlich schon meinen Enterhaken bereit machen. Mal, wir haben sofort in die Kiste zu schleppen. Nee, das krieg ich noch nie hin. Relativ frische Angelegenheit ist er während der Fahrt. Das ist ein Geisterschiff. Versuche ich mal zu kreuzen, worüber das rüberkommen.
Geschütze bereit machen. Hat Lunte gebrochen. Dürfte aber abhauen wieder. Mit dem Wind Geisterschiffe machen, naja. Kannst du so gut wie nie manövrieren. Boah, da hab ich mir ja wieder was Feines ausgesucht. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, wo es eigentlich relativ schlecht läuft. Kann man sagen. Das Glück ein bisschen gegen ihn. Aber auch sowas gibt's. So, ist das jetzt die Insel, wo ich hin will? Ja, das ist die Insel, wo ich hin will. Das dauert. Ich versuche ein bisschen mehr rüber zu kreuzen, dass wir minimal schneller sind, aber. Der Vorteil ist, wir würden sehen, in der Jungfrauenhöfe der Unwesen treiben. Jetzt versuche ich dort rüber zu kommen. Ein halbes Stück Löwen, notfalls. Wir haben ja einen Bären, das geht ja. Vorne ist irgendwas im Wasser. Der Fuck sein. Jetzt muss ich gucken, ob ich die Quest überhaupt aktiviert habe. Wo die ist denn? Ja. Jetzt schleppen voran. Ja, und wir sind trotzdem noch relativ fix durch die Mod. Also auf dem offiziellen Server stehst du fast. Da ist das ja echt zu schnell. Machen wir mal zu. Scheinbar wollen wir wirklich anlanden. So, uns mal weiter links. Das ist dumm, bist du alles. Vorne sieht es doch ganz gut aus. Sandbank. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Ich werde es dann noch Stück vor draußen nehmen. Bremsen können. Können hier ankern. Das tun wir auch, wenn wir wieder irgendwo drauf fahren. Ah, das ist halt so eine Sache, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier schon mal sehe. Dort ist der Lootstrahl, dort ist der Schatz. Ja, liebe Leute, aber das ganze Theater mit dem Schatz, würde ich sagen, ihr werdet es erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.